Ganz herzlich, Georg Maaßen. Wie geht's Ihnen? Mir geht es gut, danke schön. Die Frage ist doch, und darüber haben Sie sich als ehemaliger Verfassungsschutzpräsident ja bestimmt auch schon Gedanken gemacht, wie sieht es eigentlich aus mit unserem Rechtsstaat? Er ist doch eigentlich nur noch in Konturen erkennbar. Was ist Ihre Meinung? Also ich mache mir große Sorgen um den Zustand des Rechtsstaates, wie viele Juristen auch. Ich hatte im Wahlkampf immer wieder auch mit Professor Rupert Scholz gesprochen, dem früheren Verteidigungsminister, einem der renommiertesten deutschen Staatsrechtslehrer, der sich sehr, sehr große Sorgen darum macht. Auch Professor Papier, früher Präsident des Bundesverfassungsgerichts. Ich mache mir deswegen Sorgen, wie viele andere auch, weil ich den Eindruck habe, wir haben ja nicht mehr die Herrschaft des Rechts, wo letztendlich der Rechtsstaat bestimmt, nämlich das Recht bestimmt, wie wir uns zu verhalten haben, sondern die Herrschaft durch das Recht, wo die Politik sagt, wir wollen das, macht das passend, und die Justiz und die Verwaltung zunächst, die machen es passend. So kann es nicht sein. Das macht mir einfach große Sorgen, wenn ich an die Klimaentscheidung des Bundesverfassungsgerichts denke, die für mich eine Abdankung des Bundesverfassungsgerichts war, wenn ich an das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Lockdown denke. Ich habe viele Jahre an der Freien Universität Jura unterrichtet. Wenn mir ein Student dieses Zeug aufgeschrieben hätte, was das Bundesverfassungsgericht aufgeschrieben hätte, hätte ich gesagt, formaljuristisch gut formuliert, inhaltlich mangelhaft. Also ich bin einfach schockiert über die Entwicklung des Rechtsstaats in Deutschland. Kann man sagen, der Rechtsstaat ist quasi schon zerbrochen? Na, so weit würde ich nicht gehen. Ich mache mir, wie ich sagte, große Sorgen über die Erosion des Rechtsstaats, wie auch von anderen, wie von Verfassungsrechtlern immer wieder auch gesagt wird. Und ich mache mir auch Sorgen, weil das von der Politik und von den Medien, auch von den Fachmedien, gar nicht so realisiert wird, dass wir hier eine Erosion haben, dass wir eine Erosion des Rechtsempfindens haben, dass wir Richter haben, die sich unter Druck gesetzt fühlen, dass wir Richter haben, bei denen es Hausdurchsuchungen gibt. Das wird nicht mehr als ein Skandal wahrgenommen, sondern als neue Normalität. Und das ist für mich das Gefährliche. Wenn so etwas als neue Normalität wahrgenommen wird und nicht als Skandal, dann sind wir wirklich auf der sehr, sehr abschüssigen Bahn. Also glauben Sie, dass wir unsere grundgesetzlich garantierten Freiheiten oder dass das Grundgesetz selber vollumfänglich mal wieder in Kraft tritt, oder dass wir hier so in einer Transitionsperiode sind, wo wir davon uns erstmal verabschieden können? Nun, ich warne immer vor den Leuten, die von einer großen Transformation sprechen, weil ich von dem Thema große Transformation Angst habe. Große Transformation bedeutet für mich letztendlich nichts anderes, als dass Volkssouveränität, Freiheit, Recht abgeschafft werden sollen zugunsten einer, ich sage mal, einer Gruppe von Menschen, die sich für Klima und mehr Gleichheit in der Welt einsetzen. Aber es hat nichts mehr mit einer freiheitlichen Demokratie zu tun. Ich warne davor und ich habe die Sorge, dass diese Ideologie sich in Deutschland immer weiter durchsetzt. Und das führt dann zu einer weiteren Erosion des Rechtsstaats. Und um Ihre Frage zu beantworten, wir können es ändern, wenn wir wollen. Wir müssen den Mut haben, es auszusprechen. Wir müssen den Mut haben, zu sagen, dass hier etwas schief läuft. Dass zwar die Namen der Institutionen die gleichen sind, wie früher auch, aber dass die Institutionen nicht mehr das tun, was man eigentlich von ihnen erwartet. Nämlich, dass sie sich für die freiheitliche, demokratische Grundordnung einsetzen.